Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Verstecken. Und zwar heute in Phasmophobia. Phasma-Tobi an, fand ich eine sehr schöne Nummer. Peter ist dabei, das ist er hier, das hier ist Sepp. Und unser Sucher heute ist hier Jay. Was ist mit seiner Stimme passiert? Hi. Zumindest der erste Sucher. Das ist zumindest der erste Sucher. Wir haben gleich eine Minute Zeit. Wir haben gleich eine Minute Zeit, uns in der Schule zu verstecken. Mal gucken, ob die Map nicht zu groß ist, aber ne. Wir haben den Amateurmodus gewählt, damit 5 Minuten auch erstmal ein bisschen Ruhe ist vor dem Geist. Falls ihr ne triggern wollt, der Geist heißt Mary Thomas. Jedes Mal, wenn ihr den Namen sagt, triggert ihr ein bisschen mehr und. Mary Thomas. Ja, mal gucken. Macht das ja nicht, ihr Ficker. Marie oder Mary? Ja, Moment, die jagt uns aber auch, ne? Also, ja, die heißt nicht bestimmt nicht Marie, Junge, sondern eher Mary. Hallo, Marie Thomas. Ja, okay, dann jetzt hier, sobald wir die Tür, sobald ja, wir die okay, Haustür ja, warte, fahren, warte, komm mal, genau. Ich würde aber sagen, ich darf hier als Sucher nicht die Kameras nutzen, ne? Ja, ist ein bisschen räudig, ja. Aber das... Ja, so, kommt mal hier alle an die Tür, damit wir auch gleich weit sind. Okay, dann, wir machen jetzt erstmal die Tür auf und... Ja, mach auf. Alter, hast du Placke auf den Zehen, Junge? Los. So, schnell links rum, wir rennen, ne? Kann man auch rennen? Ah, da. Okay. Ja, dann ist Rennen. Es gibt hinten rum noch eine Eingangstür, aber wir nehmen mal die Vordereingangstür. Wir haben aufgeschlossen. Ey, lass mal alle drei an der gleichen Stelle verstecken. Ja, dann ist ich bin ja der schnellste Ach, verdammt, das war. Der Welt. Ja, sehen wir später. Okay. Ich hasse euch jetzt schon. Wie hieß die Marie Thomas? Also denkt dran, die ersten 5 Minuten müsst ihr nicht so sehr Schiss haben. Mary Thomas, ne? Die von Christian nimmt immer wieder ab. Das würde ich vielleicht noch nicht ganz so überstrapazieren. Gesamtaktivität ist bei 5. Oh, Alter, die holt dich gleich schon, Sepp. Das ist ja die kürzeste Versteckenfolge ever. Ich hab das noch nie so gespielt. Ich hab eine Runde mit euch gespielt. Ja, aber wenn der Profi sagt, halt die Fresse, dann halt die Fresse. Hier liegt übrigens ein Fuß. Ah, ne, ist doch kein Fuß. Alter, das ist deine Mutter, die hier liegt. 10. Man merkt jetzt, dass Peter ein bisschen angespannt ist. Oh, ich glaube, ich hab Christian gesagt. Ich komme und ich sag's nicht. Ja, manchmal hörst du auch Schritte von dem Geist. Wir wissen ja überhaupt nicht, was das für ein Geist ist. Oh. Ich bin schon drin. Alter, man sieht nix. Alter, die sind ja Kakerlaken. Ich sehe nix. Also Jay, als kleiner Tipp, wenn du möchtest, dass sich die Leute ein bisschen in die Hose machen, dann lässt du die 5 Minuten erstmal so durchlaufen. Hört ihr mich? Hört mich wer? Ich bin gerade im Chemielabor. Hey? Ich glaube, ich bin im Chemielabor. Oh mein Gott. Alter, ich höre was. Nicht wieder rausgehen in den LKW, ne? Da gucke ich nicht hin. Ach, verdammt. Sieht man eigentlich die Body-Taschenlampe? Ich glaube, die kannst du auch mit Q ausmachen. T. Ich darf jetzt nicht die ganze Zeit nur mit V reden. T. Alter, man sieht halt... T? T wie Theodor Alter. Fontane, da klingelt ein Telefon. Alter, es hat hier... Ja, das Telefon habe ich auch gehört. Aber der Geist heißt doch gar nicht Theodor Fontane.
Der hat uns gerade Zeichen gegeben mit dem Telefon, damit wir den Geisterraum finden. Kann ich ja wieder vergessen, wie der Geist mit Vornamen heißt. Scheiße, ich glaube, ich bin hier wirklich am Geisterraum. Ich höre dich nicht. Ha, fickt euch! Ich sag mal, so, bei mir sieht man gerade auch nicht allzu viel. Ich hab voll Schiss. Kann ich nicht einfach den Geist heraufbeschwören und der snackt sich dann Jay? Ja, aber der snackt sich eventuell irgendwen anders. Mary Thomas? Er hat das schon dreimal gesagt, ist noch nichts passiert. Hast du den Geisterraum gefunden? Ich hab den Geisterraum ehrlich gesagt nicht gesucht, Christian. Naja, aber per Zufall. Wenn ihr per Zufall in einem Raum seid, wo ihr euren Atem sehen könnt, dann würde ich vielleicht einen anderen Raum nehmen. Okay, also sag ich nochmal Mary Thomas und dann gehe ich. Seth ist so ein Idiot. Okay, ich habe keinen gesehen. Oh shit, Jay ist bei mir. Ich sag jetzt ganz oft Mary Thomas. Es knarzt hier. 5 Minuten schon rum. Du kannst dann als einziger einschätzen. Ja. Alles klar. Machen jetzt kommt der richtig, oder was? Ey, wieso hört ihr mich so gut? Ich rede nur über V. Jay, du bist ganz leise, hören. Ich muss mich nur mal genau umhören. Alter, also, ich höre dich scheiße auch gerade. Ja, ist klar. Ich hab extra die Tür für dich aufgelassen, Jay, damit ich dich besser hören kann. Mary Thomas. Sitzt ihr auch in kompletter Dunkelheit und wartet darauf, dass was passiert? Nein. Nee, ich mach doch nicht die Lampe aus, Peter. Und ich höre, wie Jay die ganze Zeit am Rumweinen ist. Das ist aber schön. Du, ihr knarzt alles! Mary Thomas! Sagen, der Geist jagt auch nun. Wie oft darf man das sagen? Wo seid ihr denn? Woran erkennst du genau, Christian, dass der Geist jagt oder nicht jagt? Wenn deine Taschenlampe anfängt zu flimmern, dann geht die an und aus. Aber meine Taschenlampe ist einfach die ganze Zeit aus. Ja, dann ist es halt eine Surprise-Mechanik. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe? Die ist weg. Ich hab sie wieder, okay. Wahrscheinlich hat er... Die Taschenlampe ist super. Was hab ich? Mary Thomas, Mary Thomas. Ich glaub, Jay ist weggegangen. Ich auch noch nicht. Alter, es kann doch nicht sein, dass ich hier Raum für Raum suche. Hä, meine Dashcam-Taschenlampe geht nicht mehr. Da war doch Tee, ne? Meine Tür! Lol, der hat was an die Wand geschrieben. Jay, hast du was an die Wand geschrieben? Überhaupt kein Plan, wo ich bin. Ich geb dir doch. Alter, war das jetzt einer von denen? Lebt Jay noch? Ich weiß es nicht, ich glaube, er ist tot. Das wäre natürlich das Geilste, wenn Jay stirbt. Da kriegen wir gar nicht mit. Der kann dann nicht mehr mit uns reden. Oh, das wäre aus. Ja, schreibst du dann einfach in TS, wenn du tot bist. Ich glaube, ich gehe mal raus auf den Flur gucken, ob der da rumrennt. Ja, mach das mal. Telefon! Oh mein Gott! Das wird gleich richtig unangenehm. Habt ihr gerade eine Tür aufgemacht? Ich glaube, der ist hier bei uns.
Boah, ich dachte gerade, da wäre eine Spinne, aber war nur eine Pflanze. Muss man eigentlich über Funkgerät Mary Thomas sagen oder über normal lokal? Hallo? Ich sehe sie zu verrecken nicht finde. Verarscht mich doch jetzt, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Ah! Okay, aber du lebst noch. Erster oder zweiter Stock? Also Erdgeschoss oder? Dadurch, dass ich dich nicht höre, Jonathan, woanders. Also ich bin die ganze Zeit bislang, ich bin nicht einmal nach oben gegangen bislang. Und da werde ich auch nicht hingehen, weil ich keine Zeit habe mehr da hinzugehen und das alles abzusuchen. Also wer oben ist, der hat gewonnen. Es ist zu krass auf jeden Fall. Mary Thomas. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, er wollte uns erschrecken. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er hat aber mich gesehen. Oh Mann, ich habe ganz in Entfernung habe ich die Lampen gesehen. Ja, das ist ein bisschen. Ich gehe mal aus dem Haus raus. Ich kann euch zumindest sagen, wenn Party am Start ist. Meinst du, wenn Mary Thomas dann am Start ist? Okay. Als ob wir die ganze Zeit jetzt hier unten waren. Warum warten? Warum habe ich euch beim ersten Mal Ich war die ganze Zeit oben, gesehen. Ich bin runtergegangen, als du gesagt hast, meine du bist Lampe. Hoch. Ah, meine Lampe geht nicht mehr an! Mary Thomas! Ja. Oh, lol, das ist jetzt wie die Map. Und die heißt wirklich Mary Thomas. Sind das Peter und Sepp zusammen? Mary Thomas. Also ich sehe euch... Wait. Aber Jay, du hast gesagt, du bist nur unten, ne? Ja sicher, ich gehe nach oben gehen. Aber da muss ich jetzt hier raus. Du bist eh unten. Ich bin unten? Ich glaube, einen sehe ich, der sich versteckt. Hast du selber gefunden? Nee, er wird mich auch niemals finden. Ich habe aber noch keine Geisteraktivität gesehen, außer ein bisschen klingeln. Also es ist echt entspannt. Also Jay, du bist nah, aber doch so fern. Also entweder kommst du jetzt hoch oder ich komme runter. Ich glaube, sonst wittert heute nichts. Ja, dann komm runter. Denn? Ja, wie komme ich denn aus der Tür raus? Aufschieben und links klicken. Oder zu dir hinziehen mit links klicken. Ah, danke schön. Habe ich hier gerade eine Gestalt gesehen? Ich habe den Geist so geärgert, ich werde bestimmt gesnackt. Jay, ich versuch mal zu dir zu kommen, ne? Scheiße, wo ist denn die Treppe? Ah, jetzt, lol. Guck mal, der eine geht die Treppe hoch und der andere ist auch an der Treppe. Die müssten sich jetzt... Ja, Jay wartet da jetzt auf den, der Sack. Ha ha ha!
Bist du das? Hä? Bist du Sepp? Ja, ich bin Sepp. Okay. Als ob du jetzt hier an der Treppe quasi mich direkt gefunden hast, wie ich runtergekommen bin. Ja, was weiß denn ich? Shit. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, hab gesucht. Okay, Jan. Jan hat mich gefunden. Ich bin die Treppe runtergegangen und dann war er da. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Dann let's go. Dann gehen wir los. Wie war das jetzt, Mary Thomas? Muss man wir sind durch. Funk sagen oder nah? Eine Minute läuft. Geht zählt los. Beides, glaube ich. Okay. Ja, potenziell wird das einfacher für mich dann, ne? Ja, ich weiß ja nicht, über was ich das sagen muss, quasi. Wer ist denn da mit drin? Gute Frage, Jay, gute Frage. 30 Sekunden. Willi, ist Licht angegangen. Ich hab's mal ausgemacht, ne? Der Geist jagt! Shit! Ich höre Schritte und bei mir flackert das Licht. Oh, bitte lass die Alte nicht im Gang... Lol, die ist am Jagen, oder? Nee. Jungs? Wer bist du? Hallo? Mary Thomas? Schnauze, Junge, die ist auf der Jagd! Das ist richtig unangenehm. Ich hab mich direkt in den Zimmer verpisst. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht schreit einer. Bitte nicht ich. Was ist denn dies auf der Jagd? Ist... Boah, Alter. Ist das schlimm. So, irgendwer gestorben? Nee, wenn das Licht wieder geht, ja, ist erstmal Ende. Okay, also Mary Thomas ist nicht mehr unterwegs. Aktuell nicht. Aber dafür Christian, oder? Ja, ich bin schon länger unterwegs. Okay, irgendwas passiert hier. Richtig Angst. Oh mein Gott. Oh, Alter. Möchte mir hier jemand ein Signal geben? Alter, ich glaube, ich wurde gerade richtig gejagt. Holy shit, habe ich mir ins Höschen gemacht, Mann. Das ist der absolute Horror, dieses Spiel. Sepp, hast du die Tür aufgemacht? Nee.
Hallo! Nein! Oh, geil. Einen habe ich gefunden und jetzt... Oh Gott. Jetzt wird gejagt. Oh mein Gott, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Das macht mich wahnsinnig. Was ist denn das für ein Verstecken hier? Ach, man hört das Flackern von dem... Ding. Ja, du hast ja kein Radio mehr und normalerweise, wenn einer draußen ist und die anderen drinnen und du willst Bescheid sagen, dass gejagt wird, weil der irgendwie keine Lampe hat oder so, dann musst du halt so machen. Aber ich frage mich, ob irgendwer... Wer da mit der Taschenlampe so klackert und das warst du. Oh Gott! Ah, Jay ist noch da, okay. Ist Peter noch? Ich bin auch noch da. Alter, hier ist alles am Flackern und... Oh, ich hab... Alter, es geht gar nicht. Ja, ist kein Problem, sondern nur noch 11 Minuten. Ich hatte 5 Minuten... Alter, dann werde ich nicht überleben! Wie stelle ich denn die Map um? Mit dem Schalter daneben. Ja, cool, danke. Richtig Schiss. Ich höre immer so eine scheiß Taschenlampe. Die höre ich auch! Alter, jetzt. Renn doch! Was ist das? Schade. Hätte sein können, dass einer hier drin ist. Nicht zu mir. Ich bin so angespannt. Ich hab so Schiss. Es ist so schlimm. Ich werde mich so erschrecken gleich. Na, alle noch da? Ja, ich hab Angst. Haben wir Jay ich will die ganze Zeit hier wen laufen. Ah, ne. Oh mein Gott, ich hab einen Rübs. Der Rübs denn da die ganze Zeit? Das ist der Geist. Nein, den hör ich auch. Ich hab mich letztes Mal auch schon gefragt, ob Peter das war, aber das war nicht Peter. Oh, da sehen wir Christian. Und er ist kurz davor, zu Jay zu gehen. Oh, der Geist ist wieder aktiv. Oh ja, 10. Oh, der Geist, der snackt sich doch noch jemand. Alles noch cool? Ich glaube, man hört dich nicht, wenn die jagt. Hier hat wieder was gerülpst. Ich höre doch die ganze Zeit. Wo bist du denn? Hier geht doch nicht zurück, Christian! Wie lange hast du noch, Christian? Oh, jetzt! Jetzt kommt er zu Peter, oder? Ich meine, 7 Minuten. Jetzt
Geh doch da rein, komm! Hallo! Oh mein Gott, das Ding fängt an zu jagen. Ich hab die Tür aufgelassen. Was passiert hier? Ich will hier raus. Wie kann ich jetzt hier raus? Nicht so viel reden. Sonst kommt Mary Thomas. Alles klar, jetzt kannst du gehen. Okay. Dann wäre belastend gewesen, die Tür war offen. So, muss ich Peter noch finden. Wo ist hier der Ausgang? Hier lang, wo er in meine Richtung. Oh, die Stärke nimmt wieder zu. Oh, was schön. Das ist abgeschlossen! Der jagt jetzt! Ja, der jagt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wohin! Ich will hier raus! Jetzt kannst du raus, Jim. Ja, ich versuche die ganze Zeit schon rauszugehen! Ich finde den Ausgang ja, nicht! Ja, wenn die Jagd. Wenn die Jagd wird, ist der Ausgang abgeschlossen. So, da ist der Ausgang. Oh, Alter. Wo könnte sich Peterchen denn verkrochen haben, verdammt? Ich bin so froh, dass ich weg bin hier. War das denn geil? Ja, ja. Alter, ich bin raus. Oh, das war. Also, ich kann dir sagen, ich bin im Erdgeschoss. Ja, ja, ich bin noch lange noch nicht hier durch, also. Uff. Geisteraktivität sieht gut aus. Ja, der jagt doch ziemlich häufig jetzt hintereinander. Meine Sanity war bei 0%. Ja, du warst durch, Peter auch. Hat er ihn nicht gesehen? Keine Ahnung. Der war doch direkt auf ihm drauf. Ist er noch in diesem Raum drin oder ist er direkt wieder rausgegangen? Ich glaube, er ist direkt wieder rausgegangen. What the fuck? Alter. Oh mein Gott, der war direkt vor meiner Tür. Kurz Telefon. Wo bist du? Ah! Nein! Fuck! Ist Christian gerade gestorben? Christian ist gerade gestorben! Yo, er ist nicht mehr auf der Map. He's dead. Klarer Sieger, Peter. Jo, ich seh ihn vor. Ich seh ihn. Da ist der Sucher. Lichter da tot. Ah, oh mein Gott, ey. Ich komm mal raus. Ja, ich geh jetzt mal Sieger, ich geh mal raus. Da war der Ausgang. Peter, du hörst mich nicht.
Vielleicht wird er nochmal gejagt, bevor Peter rauskommt. Wäre ganz gut. Alter Schwede, nein, war Peter im Nebenraum. Leute, jetzt wird gejagt, oder? Er hat nein gesagt. Oder? Die Tür offen? Nein, die Tür ist offen. Die Tür ist zu, oder? Die Tür ist zu. Mary Thomas, Mary Thomas, Mary Thomas, Mary Thomas. Kill Peter! Peter! Peter, komm raus! Kann ich nicht! Peter, komm raus! Ah, schön ein bisschen reden. Mary Thomas, Mary Thomas ist hinter dir! Ja, geht doch. Ja, sehr gut. Christian, du warst, Alter, du warst, Lara, ich weiß nicht, habt ihr das von der Map aus gesehen, wie Christian neben mir stand? Ja, echt? Drauf, oh mein Gott, ich hab dich nicht gesehen. Aber dann kam Mary Thomas, ey. Ja, du hast in meinen Raum reingeguckt, ich stand auf der anderen Seite der Türe und hast die Tür wieder zugemacht. Und bist dann weitergegangen. Oh, ja, nicht schlecht. Wir haben die ganze Zeit versucht, Tipps zu geben, indem ich quasi durchgehend abgerülpst hab. Also hin und wieder dachte ich, das wäre der Geist. Oh mein Gott. Ich war da von Anfang an. Ja, mach mal Auto zu und fahr mal los. Ich denk mal, den Geist kriegen wir eh nicht raus. Ich hab deine Sache einfach auf das versucht zu safen. Ja, das macht nichts. War ja nur Verstecken. Puh, das war intens Verstecken, würde ich sagen, ey. Uiuiui, Jay hat auf jeden Fall gewonnen. Glückwunsch. Guck mal, Versicherung immer noch $100. Ich hab Erfahrung. Ja, das war Verstecken in Phasmophobia. Es war unfassmo toll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.